Hallo ihr Lieben, ich habe für euch dieses Mal einen super saftigen und fluffigen Mohnkuchen bzw. Mohngugelhupf. Wie ich den zubereitet habe, zeige ich euch jetzt im Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Hier habe ich 200 Gramm gemahlenen Mohn. Dazu gebe ich 150 Milliliter Milch und lasse das kurz einwirken, vorher kurz umrühren und dann beiseite stelle. Los geht's mit dem Teig. Dazu 250 Gramm weiche Margarine oder weiche Butter in eine Rührschüssel mit einem Päckchen Vanillezucker und 200 Gramm Zucker mit dem Handrührgerät auf höchster Stufe aufschlagen. Das Ganze dauert so circa 3-4 Minuten lang, bis sich der Zucker mit der Margarine oder Butter verbunden hat und das Ganze hellschaumig aufgeschlagen ist. Danach kommen insgesamt 5 Eier dazu. Jedes Ei bitte einzeln unterrühren, so circa 30 Sekunden lang. Also erst das erste Ei aufschlagen, 30 Sekunden auf höchster Stufe einrühren, dann das zweite, wieder 30 Sekunden und so fahrt ihr fort, bis ihr die kompletten Eier aufgebraucht habt. Dann habe ich 350 Gramm Mehl mit einem Päckchen Backpulver in eine Schüssel schon zusammengemischt und nun gebe ich nur die Hälfte des Mehls in den Teig hinein. Mit der Milch, also 150 Milliliter Milch, gebe ich dazu, rühre das Ganze einmal ein, das Mehl. Und dann gebe ich die zweite Hälfte und dann nur so lange rühren, bis das komplette Mehl eingearbeitet ist. Nicht zu lange rühren, sonst wird der Kuchen später trocken. Dann braucht ihr eine Gugelhupfform. Die habe ich mit Butter eingefettet und mit Mehl bestäubt. Jetzt geben wir 2/3 des Teiges hinein. Unter dem letzten Drittel des Teiges geben wir nun den eingeweichten Mohn. Ihr rührt das Ganze einmal kurz um. Wenn ihr aber merkt, das Ganze wird zu dickflüssig, dann könnt ihr noch so 3-4 Esslöffel Milch hinzufügen. Jetzt geben wir den Teig mit dem Mohn einfach auf den hellen Teig oben drauf. Und nun mit einer Gabel spiralförmig um den Mohn herum. Also quasi, dass ihr nicht zu weit nach unten mit der Gabel geht. Nur so bis zur Mitte hin, dass ihr dann den Mohn einschließt, dass ihr später den Mohn quasi nur in der Mitte habt. Ich hoffe, jetzt kann man es hier sehr gut erkennen. Der Kuchen wird dann im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 60 Minuten gebacken. Denkt an die Stäbchenprobe, jeder Backofen ist anders. Bevor ihr den Kuchen auf eine Tortenplatte stürzt, lasst den Kuchen in der Form einmal auskühlen und wenn er dann komplett ausgekühlt ist, könnt ihr dann mit Puderzucker bestäuben. Jetzt könnt ihr mal den Anschnitt sehen. Das Muster ist super schön gelungen, also ihr müsst auch gar nicht wie wild in dem Teig rumstochern, nur einmal spiralförmig mit der Gabel hinein und schaut doch mal, wie schön der geworden ist. Und auch lecker, saftig und fluffig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Backt den Kuchen unbedingt nach und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie er euch geschmeckt hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Eure Rabea. Bye bye.